Ja, ich freue mich sehr auf die nächsten 3 Wochen, auf den Kurs, den wir miteinander machen werden. Und es ist schon sehr interessant, wie sich die Welt so ändert. Als ich jung war, hat es den Ausdruck Meditation noch gar nicht gegeben oder war sehr unbekannt. Wenn heute Meditation in Google eingibt, hat man, glaube ich, 3 Millionen Ergebnisse. Und auch in den Kursen ändert sich etwas, dass so viele Sessel sitzen, ist auch ganz neu und insofern interessant, als der Buddha des vergangenen Zeitalters war ja bekanntermaßen der Buddha Shakyamuni und der Buddha des kommenden Zeitalters ist angeblich der Buddha Maitreya und der wird schon seit vielen 1000 Jahren immer auf dem Sessel sitzend dargestellt. Also der Buddha des kommenden Zeitalters, der Buddha des Westens, wurde auch immer genannt, sitzt am Sessel. Das Thema, das wir gewählt haben, heißt Meditation und Heilung. Und wir verstehen das noch viel weiter, nämlich nicht nur die Methode der Meditation, sondern Meditation als einen geistig-spirituellen Weg. Was kann man mit Meditation tun und was nicht? Was ist ein geistig-spiritueller Weg und was ist nicht? Was kann er und was kann er nicht? Und auch die Heilung ist etwas weiter zu verstehen als nur das körperliche Heilsein, sondern eine grundlegende Heilung von den Problemen. Es ist ein Kurs, der nicht explizit buddhistisch ist, aber sich in weite Strecken sowohl von uns beiden auch auf den Buddhismus stützt. Man kann den Buddhismus in vielerlei Art und Weise praktizieren. Man kann den Buddhismus als Religion verstehen, wo man etwas glaubt, an Buddha glaubt. Das tun wir hier nicht. Man kann Buddhismus auch als Therapie verwenden. Das machen wir schon in einer gewissen Weise, wobei es mit der herkömmlichen Therapie nur wenig zu tun hat, aber Heilung hat immer auch mit Therapie zu tun. Man kann den Buddhismus als Philosophie verstehen, auch darüber werden wir hier sprechen, aber vor allen Dingen als eine geistige Schulung, ein Geistestraining. Weil, und da kommen wir auf den grundlegenden Kern des Themas, wenn Heilung das ist, was angestrebt wird und die Ursache des, also die, was wir heilen wollen, also die Krankheit oder das Leiden ist, ja, dann woher kommt das Leiden? Woher kommt das? Und was hat das mit mir zu tun? In der buddhistischen Erkenntnis, und wir wollen hier in diesem Kurs sehr viel von Erkenntnissen reden, aber Erkenntnisse kann man schlecht mitteilen. Erkenntnisse macht man selber. Und es geht immer um das Machen der eigenen Erkenntnis, der eigenen Erfahrung. Und sehr viel wird hier gesagt, es soll nichts geglaubt werden, sondern alles überprüft werden. Das ist das, was uns der Buddha auch aufgefordert hat, schon vor 2500 Jahren. Er hat einen Weg aus dem Leiden für sich erkannt und den Menschen mitgeteilt, es gibt diesen Weg. Und man kann diesen Weg, den er beschritten hat, wieder gehen. Und das wollen wir in den nächsten 3 Wochen hier versuchen, nämlich in dem Sinne nicht einen religiösen Weg zu gehen, sondern einen Weg der methodischen Selbsterkenntnis. Wie kann ich mein Leiden überwinden? Was ist mein Leiden? Woher kommt mein Leiden? Und wie kann ich es überwinden? Was hat es mit mir zu tun? Also hier wird der Mensch oder das Selbst oder das Ich sehr stark in den Vordergrund gestellt. Man arbeitet mit der eigenen Person und die Heilung, die angestrebt wird, ist die Erkenntnis, die buddhistische Erkenntnis. Diese Person, dieses Ich gibt es gar nicht. Also wenn wir dorthin kommen, werden wir vielleicht in 3 Wochen erleben oder nicht erleben, dieses Ich ist eine Illusion. Und zwar nicht das Ich, das hier spricht, das ist keine Illusion. Es gibt ein Ich-Erleben, natürlich gibt es das. Und ihr sagt alle zu euch, Ich, das gibt es alles. Aber dieses unveränderliche Ich, diesen festen Wesenskern, den es eigentlich in allen anderen Philosophien und anderen Religionen gibt, der wird vom Buddha geleugnet. Es ist also eine Anatman-Lehre, eine seelenlose Lehre. Die Seele wird geleugnet. Und ob es die jetzt gibt oder nicht gibt, wollen wir gar nicht zur Diskussion stellen.
Aber es gibt eben keinen festen Wesenskern. Und das sind buddhistische Erkenntnisse, die muss man nicht glauben, die kann man wieder machen. Und so möchte ich und möchte wir in diesem Kurs auf sehr viele andere Dinge des spirituellen Weges eingehen. Was ist da, was ist da nicht? Und auch möglichst in eine Interaktion mit euch treten, dass ihr eigene Erfahrungen einbringt. Geht man nun diesen Weg von A nach B? Was ist das Ziel? Ist das Ziel das Ziel? Ist der Weg das Ziel? Oder geht man auch von A nach A? Ist schon alles da? Und das sind Dinge, die wir gemeinsam werden versuchen, ein bisschen zu klären. Immer die erste Stunde mit ein bisschen Vortrag, Fragen und Übungen. Und um das gleich hier mehr so in die persönliche Art übergehen zu lassen, machen wir jetzt eine kurze Meditation, eine Vorstellungsrunde. Gerne. Ja, danke, Peter. Und ich habe das schon gemerkt. Peter, du sprichst immer von den nächsten 3 Wochen. Anscheinend denkst drei du... 3 Monate, ja. Ich lebe hier und jetzt. In diesen 3 Wochen sind wir wahrscheinlich so transformiert, dass wir den Kurs dann als andere fortsetzen. Den Rest 3 Monate. Ja, schön. Und um mal so ein bisschen anzukommen, hier und jetzt, am 10. September 2015 in diesem schönen Meditationsraum, möchte ich euch gerne einladen, um eine gute Haltung einzunehmen, die halt jetzt für einen Moment passend erscheint, für ein paar Minuten äußerer Zeit, um einmal so nachzuspüren im Hier und Jetzt, wie sich gerade so anfühlt. Du kommst gerade von diesem Werktag, zum 7 am Abend, und dass du mal nochmal nachspürst, wo du gerade herkommst und wie du da hergefunden hast. Und hier tatsächlich gerade angekommen. Und möchte ich einladen, nochmal hinzuspüren, wie du da sitzt, wo du Kontakt hast zum Boden oder zum Sessel oder zum Hocker. Dass du dir erlaubst, einfach mal nachzuspüren. So sitze ich hier. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann kannst du mal spüren, wie das restliche Licht durch die geschlossenen Augenlider dringt. Und beim Ausatmen möchte ich dich einladen, dass du jetzt mal etwas von dir ablässt, was du loslassen magst, was vielleicht noch von außen mitgenommen hast, was du jetzt hier nicht mehr brauchst. Diese Alltagsgedanken, Sorgen vielleicht, was gerade noch im Kalender war, zu erledigen war. Das kann jetzt erstmal unwichtig werden und den Fokus deiner Aufmerksamkeit hierher richten, ins Hier und Jetzt. Hier sitze ich. Und bei der Gelegenheit, und mal so ein Gewahrsein entwickelst, ein dreidimensionales Gewahrsein für den Körper. Und wir spüren, das sind meine Füße am Boden. So fühlen sich gerade die Unterschenkel an, die Knie und die Oberschenkel. Und da habe ich Kontakt zur Sitzfläche. Und wenn du da mal so reinspürst in das untere Ende deiner Wirbelsäule, und dass du von da an, wenn du magst, mal so Wirbel für Wirbel hinauffüllst, die Wirbelsäule, und das eine angenehme, entspannte und doch würdevolle Haltung einnimmst. So sitzt sich's gut, dass du dich, wenn du magst, so ein bisschen einschwingst, mal so vor, zurück, links, rechts, so ein bisschen. So ins Lot kommst, also da gibt es im Unterkörper immer so dein ganz persönliches Lot, wo du dich jetzt ausrichten kannst und angenehm aufrecht und gleichzeitig entspannt sitzt. Und wenn du hinauffühlst, so die Wirbelsäule bis nach oben zum Nacken, vielleicht in die Schulterregion hinein und mal alles loslassen, was noch da Entspannungen spürst. Und
den Nackenbereich werden und dann in die Halswirbelsäule spüren und in den Hinterkopf und über den Kopf hinweg die Stirn, die wir ganz bewusst fühlen, die Augenmuskeln und rund um die Augen loslassen, entspannen. Und von dort in den Kieferbereich und einmal da alle Anspannung loslassen. Und vielleicht mit seinem Lächeln, seinem halben Lächeln, dir selbst zulächeln. Beim Ausatmen. Hier sitze ich und lächle. Und wenn du so weit gekommen bist, möchte ich dich einladen, von dort aus jetzt mit diesem Lächeln Regionen deines Körpers zu berühren. Zu deinem Hals. Und dann kannst du spüren, wie mit dieser Berührung deines Lächelns der Hals sich weitet, sodass die Atmung ganz frei fließen kann. So angenehm. Ausatmend abgeben, was du nicht brauchst. Und einatmend aufnehmen, was dir gut tut von dieser schönen Energie, die uns hier umgibt. Und du berührst mit diesem Lächeln, wenn du magst, dein Herz und spürst, wie es sich öffnet. Und dann kannst du mit diesem Lächeln deine Bauchorgane berühren und dein Haare, das ist so ein paar Zentimeter unter dem Bauchnabel, ein paar Zentimeter tief drinnen im Bauchzentrum. Tanjin, dich zentrieren. Sag, hier bin ich, im Hier und Jetzt. Jetzt bin ich angekommen. Im Hier und Jetzt. Und dann kannst du ganz liebevoll und freundlich zu dir selbst sagen, ich bin da, ich bin hier und jetzt und ich bin offen. Und dann kannst du deinen Radius erweitern, so nach links und rechts, dass du spürst, da gibt es ein Feld hier in diesem Raum, da sind die anderen. Und hier bin ich. Und bei der Gelegenheit nochmal reflektieren für dich in deinem Kopf, wofür du hierher gekommen bist. Was so dein Wunsch ist für die nächsten Wochen, die 3 Wochen und 3 Monate, weshalb du hier bist. Was dein Wunsch an diese Zeit ist. Und fühl dir mal bitte ganz herzlich willkommen von uns hier im Mandelhof, in dem Meditationsraum. Fühl dich ganz herzlich willkommen, hier auch dich zu öffnen in diesem Zeitraum. Wir werden hier den Raum und die Zeit bieten, in der du dich entwickeln kannst und dich öffnen. Es ist eine auch natürlich medizinisch-therapeutische Veranstaltung. Insofern auch natürlich ist es uns wichtig, nochmal zu betonen, dass alles, was hier geschieht, was wir sagen, was wir mitteilen und untereinander besprechen, ihr bitte hier lasst und würdigt und den Prozess freudvoll auf den Einlass und jetzt auch wieder ganz bewusst hier zurückkehren und die Augen zu öffnen, ein paar tiefe Atemzüge zu machen. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, euch hier zu haben. Und wenn wir jetzt eine kleine Vorstellungsrunde machen, wer das möchte, seinen Namen sagen und halt ein paar Worte, wofür du hier bist, was du gerne machen möchtest mit dieser Zeit mit uns. Also ich bin der Tobias, fange am besten gleich an und ich habe da unten ein Stück tiefer meine Praxis und ich praktiziere Meditation seit 18 Jahren und in meiner Arbeit als Arzt ist mir eins immer wieder aufgefallen, es gibt Menschen, die, wenn sie eine schwere Diagnose
bekommen zum Beispiel oder einen Schicksalsschlag. Da gibt es Menschen, die das nach einem ersten Erschüttertsein sehr gut schaffen zu bewältigen und andere nicht. Und mein Anliegen ist es, euch, mit euch etwas zu entwickeln, was euch innere Stärke gibt und Freude und Zuversicht, wo ihr immer einen Rückhalt habt, wo ihr immer davon profitieren könnt. Das ist mein Wunsch für diese Wochen und Monate. Ja. Bitteschön. Das ist ein Klassiker, oder? Die Runde. Ja. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Ursula. Ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, wie das so schön heißt. Gestalttherapie, meine Richtung. Ja, Praxis da unten am Raffelsteig. Arbeite gleichzeitig in einer psychotherapeutischen Ambulanz. Hierher bringen tut mich zum einen ein Interesse und der Wunsch, Erfahrung zu machen. Zum anderen der Tobi, den ich seit Jahren kenne. Sagen wir nicht wie viele. ja. Und den Weg zu gehen und zu schauen, was kommt. Schön, danke. Ja, hallo, guten Abend. Ich bin der Niki. Ich bin auch Arzt. Ich bin Zahnarzt der Oralchirurgen und Kiefergesichtschirurg. Bin auch durch den Tobi da, dadurch, dass ich ihn kenne, auch Patient von ihm bin. Ja, und mein Wunsch ist einfach sozusagen die Arbeit mit Tobi ein bisschen zu erweitern für mich persönlich und ja, neue Wege zu gehen, Balance zu finden im Leben. Und ich finde, das sollte man schon in meinen relativ jungen Jahren machen, damit man in diesem Job auch schön weiterkommt. Und ja, das ist der Grund, warum ich da bin. Mhm. Danke, willkommen. Schön. Hallo, mein Name ist Angelika. Ich bin klinische Psychologin, arbeite im Otto-Wagner-Spital als Psychologin, mache dort vor allem psychologische Diagnostik. Und ja, habe halt als Hobby daneben auch ein Geschäft. Da bin ich dann in meiner Freizeit sozusagen. Also ganz was anderes. Mein Hiersein gründet irgendwie darauf, einerseits wirklich zu versuchen, so für mich diese Spiritualität wieder in, oder vielleicht erstmalig in mein Leben zu holen, weil ich so das Gefühl habe, eigentlich so im Alltag mit diesen Banalitäten, die da die Alltagsanforderungen bringen, dass das irgendwie nicht genug ist. Und auch mit der so Arbeit mit den Patienten, wo teilweise sehr schwierige Schicksale, wo man mit dem konfrontiert ist, das auch für mich besser verarbeiten zu können. Ja, so diese ganzen Sinnfragen, warum hat diese Person das, warum gerade sie und so weiter, ja, oder warum ist die Welt so, wie sie ist. Also all diese Fragen kommen dann in gewisser Regelmäßigkeit, wo ich für mich bis jetzt keine Antworten habe, die mich irgendwie befriedigen, ja, oder wo ich das Gefühl habe, das kann, also hilft dazu, mich nicht zu destabilisieren, sondern im Gegenteil zu sagen, ich schaue mir das an, versuche mich nicht aus der Welt oder aus dem, was ich erlebe, zurückzuziehen, sondern eher aktiv darauf zuzugehen und mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Nein, schön, danke. Mhm. Ja, ich bin die zweite Angelika. Hallo. Ich mache das eigentlich wirklich nur für mich, also als Selbsterfahrung. Und ich habe mir das auch gewünscht, das letzte Mal, wie ich dich gesehen habe beim Meditieren, habe ich mir eigentlich so gewünscht, wie ich mit Andrea da war, dass es irgendeine Kooperation geben würde, weil ich merke so für mich, ich brauche so mehr als nur Meditation jetzt schon. Also ich muss irgendwo mich weiterentwickeln. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass ich da sein durfte und darf sein darf. Und das Ziel, das eigentlich bei der Einladung unten steht oder bei dem Programm, Freude und Weisheit, da haben wir eigentlich sehr angesprochen gefühlt. Das ist eigentlich dort, wo ich hin möchte eigentlich, so im Leben. Ja. Was wir da alles versprechen, gell? Ich komme am Ende dann mit ein bisschen kritischen Punkt und dass das nicht so leicht ist. Ja. Ich sag dann schon noch was dazu. Das dauert lange, das weiß ich aber dahin, ja, so, ja. In die Richtung. Ja.
Gut, danke, Angelika. Ja. Wer übernimmt welchen Part eigentlich? Entschuldigung. Ja. Mein Name ist Karin, hallo. Hallo Karin. Ja. Ja, ich bin ein bisschen gehetzt. Ich komme von Mauer und ich arbeite im Landesklinikum als klinische Psychologin und mache dort neben Diagnostik auch und aber auch Therapie, auch Entspannungsgruppen, Achtsamkeit und Yoga. Und ich habe das jetzt sehr genossen, einmal wieder was für mich zu tun und mir gedacht, das habe ich schon lange gemacht und deshalb bin ich hier. Schön. Das heißt, mein illusionäres Ich zu sterben. Ja, schön. Das ist auch gut, ja. Willkommen. Willkommen. Da gibt es noch Plätze. Ja, danke, Karin. Willkommen. Ja. Schön. Ja, hallo, jetzt bin ich Christa. Ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin. Ich habe jetzt gerade einen Veränderungsprozess. Ich bin in einem Sabbatical zurzeit. Habe da eine größere Reise gemacht und danach beschlossen, dass ich nicht mehr in mein altes Leben zurückkehre und habe meinen Job als Oberärztin gekündigt und mache jetzt eine Ordination auf. Bin jetzt gerade aber ein bisschen im Stress mit der Organisation. Es soll am 1. Oktober aufsperren und es ist eigentlich nichts fertig. Und ich versuche so in diesem, was da jetzt auf mir zukommt, meine Balance irgendwie zu behalten und habe mir gedacht, also eigentlich hat sich die Karin gedacht und hat mich angemeldet. Sehr schön. Danke, Karin. Ja, und freue mich darauf, dass ich irgendwie auch was für mich machen kann, weil ich glaube, dass ich sonst sehr gefordert sein werde. Dankeschön. Ich bin Lydia. Schönen guten Abend allerseits. Mich hat die Ellen, die ich selber erst einen Monat kenne, schon so kurzfristig angesprochen, dass ich eigentlich in der letzten Woche, glaube ich, ratzfatz gesagt habe, ja, da gehöre ich her. Und ich glaube, die Entscheidung war gut, was ich so im ersten Moment sagen kann. Ich war Ergotherapeutin 40 Jahre lang und bin jetzt in Pension und habe mein ganzes Leben noch nie so Freiraum gehabt wie jetzt. Das erfüllt mich mit großer Freude, weil aber auch der Rahmen rundherum gerade so ist, dass ich den Freiraum wirklich genießen kann. Und ich komme vom Festival der Liebe in Berlin, das die letzten 5 Tage meines Lebens so nett beeinflusst hat, wo ich den Eindruck habe, den Gedanken, den ja, bringe ich jetzt mal auch mit nach Wien. Und meine Freude, hier dabei zu sein, resultiert daraus, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass ich mein Leben jetzt ein bisschen nach innen wenden will. Oder mehr, es hat sich immer schon, aber jetzt mehr. Und dass mich da gerade diese Botschaft erreicht, dass ich hier mit teilhaben kann, das ist wahrscheinlich eben kein Zufall. Das sehe ich jetzt als Einladung. Und ja, Herzenswärme, Herzensöffnung, Balance so zu finden, stabilisieren, verfestigen, nicht, aber zuzulassen, ist meine Idee von den nächsten 3 Monaten. Danke. Danke dir. Schön. Ja, hallo. Mein Name ist Eva. Ich bin Therapeutin, Gestalttherapeutin. Ich bin hier oder möchte ich einen Kurs machen, um meinen Weg zu gehen. Also eigentlich als Unterstützung, um wirklich das, was meines ist, zu gehen. Das heißt, zuerst zu mir zu kommen und aus dem heraus, was immer das bedeutet. Ja. Aber im Grunde eine Unterstützung am spirituellen Weg auch. Ja. Schön, danke, Eva. Tja, hallo, ich bin der Gerd. Hallo, Gerd. Ich bin Physiotherapeut in eigener Praxis, war lange Jahre Lehrtherapeut, unterrichtend.
und mittlerweile aber nicht mehr selbstständig. Der Wunsch oder die Idee, hier zu sein, mir geht so eine Inspiration. Ich bin schon lange in einem meditativen Prozess und am Buddhismus eben so lange schon interessiert und beschäftige mich lange damit. Und meine Tätigkeit, die primär manuelle Tätigkeit ist, entwickelt sich immer mehr so im Sinne einer Kontemplativkehr. Und hier Inspirationen zu bekommen, das ist mein Wunsch. Danke. Hallo, ich bin der Karl, ich bin Verwaltungsbeamter. Bis ich bald in Pension gehe, dann habe ich noch mehr Zeit, um mich mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Ich bin dabei, die Veranstaltung in der Zeitschrift Ursache und Wirkung gefunden habe und die Inhalte dort angesprochen haben. Ich habe auch sonst auch schon zu viel über Buddhismus gelesen, dass man das Meditieren da sicher gut tut. Und da freue ich mich drauf. Schön, danke Karl. Ja, ich bin die Renate aus Kielanding. Bin mit dem Zug gekommen, der leider Verspätung hatte. Und ich bin Wahlärztin für Allgemeinmedizin in Kielanding und habe eine kleine Praxis und mich eigentlich noch nie mit dem Buddhismus beschäftigt. Und habe einen Freund, der gemeint hat, es wäre höchste Zeit. Und durch Zufall, also empfehle ich das im Internet, haben wir da, ja, mal gedacht, das kann kein Zufall sein. Ja. Sehr schön. Bin ich da. Willkommen. Danke. Hallo, mein Name ist Alexander. Du hast am Anfang von Rückhalt gesprochen, den man durch Meditation erfahren kann. Das habe ich eben nur außen auch schon gehabt. Habe das aber im Alltag auch ganz oft wieder verloren. Und wenig praktiziert, dass ich eingefunden habe, wo ich hier bin. Der zweite Grund ist, dass ich in meinem Beruf tätig bin. Ich arbeite mit psychisch erkrankten Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft, wo ich mich auch frage, wie man Dinge aus der Meditationspraxis transferieren kann, wo auch die Grenzen sind, wo man aufpassen muss. Und weiß, es ist voll gefallen, also mir doch klar, dass hier nichts gefunden werden wird. Aber ich glaube schon eine Art von Haltung, die man vielleicht etablieren kann, in diesem Beruf, wo ich einfach merke, da fehlt mir was und das interessiert mich. Sehr schön. Willkommen, Alex. Danke. Hallo, mein Name ist Sabine. Ich komme nicht aus dem medizinischen Bereich, sondern aus dem Bankenbereich. Das ist mir jetzt bei diesen Geschichten aufgefallen, dass ich da irgendwie in einer ganz anderen Welt leben kann. Ich arbeite da ganz in der Nähe am Petersplatz und bin zuständig für die Ausbildung von Mitarbeitern, also von bis, also von jungen Mitarbeitern und älteren Mitarbeitern. Das ist sehr spannend. Ist ein stressiger, schöner Job. Das, was ich dann immer als Ausgleich suche, sind genau solche Dinge. Und ich bin durch Zufall auf diesen Kurs gestoßen und vor einigen Wochen eine Ayurveda-Kur gemacht, ganz toll, in Tirol im Sonnenhof, wo man sich jetzt Werbung machen. Dort war eine Meditationslehrerin und ich war so hin und weg, ja, von dieser Meditation, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss schauen, dass ich das in Wien irgendwo in der Nähe, damit ich das gut verbinden kann, ausprobieren kann. Und da bin ich über dich. Der Name auf den Wanderhof gestoßen auf diesen Kurs und habe noch ganz schnell geschaut, dass ich hierher kommen kann. Sehr schön. Willkommen. Danke. Danke dir. Ich bin die Ellen. Ich habe schon einmal einen Kurs beim Peter gemacht und bin leider nicht dran geblieben. Und jetzt hat es sich so schön ergeben, dass ich wieder mal einsteige und auch so weit kommen möchte, dass ich es wirklich täglich alleine zu Hause mache. Und ich mache es für mein eigenes Wohlbefinden. Sehr gut. Schön, danke. Ja. Mein Name ist Rainer, guten Abend. Mhm. Ich sitze auf dem Sessel, weil ich schon eine Buddha-Figur habe. Ich bin von der Ausbildung Diplomat, aber mein Lebensweg hat sich weiter oder anders entwickelt. Mein Vater hat ein Wiener Kaffeehaus und da arbeite ich mit ihm zusammen.
Und ich habe vor ungefähr einem Jahr einen Impuls gespürt, mich mehr mit Buddhismus zu beschäftigen. Und mein genereller Lebenswunsch ist einfach, Liebe zu vertiefen. Sehr gut. Dankeschön. Willkommen. Mein Name ist Hildegard. Ich bin Biologin und Controllerin und hatte im Jahr 2000 einen sehr schweren Schicksalsschlag in Form eines Laborunfalles mit 4-mal Koma, verätzte Lunge, 10 Jahre krank, und das war mein Weg zum Buddhismus. Ich habe Grenzen, sehr starke Grenzen überschritten, Erkenntnisse gewonnen. Ich bin auch schon eine Buddha-Figur, sage ich jetzt einmal, deswegen sitze ich am Sessel. Warum ich hier bin, ist, um Balance wiederzufinden, mehr, vielleicht auch mich ein bisschen körperlich mehr zu erden, sage ich jetzt einmal, sofern das mit Meditation geht. Und ja, ich habe vom Kurs erfahren durch den Mandala-Hof, ich bekomme immer die Mails und habe gewusst, intuitiv, hier gehe ich hin und da bin ich. Schön, sehr gut. Willkommen, Hilka. Mein Name ist Daniela. Ich hatte in der Kindheit und Jugendzeit mit einer Krankheit zu kämpfen. Ich hatte Epilepsie. Das hat mich schon damals dazu gebracht. Ich war bei Psychologen, habe Entspannungstechniken gelernt und habe mich seitdem eigentlich intensiv, jedes Jahr intensiver mit geistiger, mentaler Arbeit auseinandergesetzt. Teilweise Bücher über den Buddhismus gelesen und so weiter. Und es ist einfach großes Interesse da nach Zufriedenheit, nach innerem Frieden. Die Sinnesfragen kommen immer wieder auf und ich möchte eigentlich Meditation zum Teil meines Alltags machen. Sehr schön. Und das hat mich während meinem Studium und beim Berufseinstieg in den Medienbereich immer wieder begleitet. Und ja, ich sehe, es ist Teil von mir. Schön. Willkommen, danke. Ich auch was sagen. Ich bin Liesl, ich gebe mit meinem Mann gemeinsam die Ursache und Wirkung heraus. Wir betreiben dieses Seminarzentrum hier und den Mandlerhof und ich begleite euch ein bisschen organisatorisch, wenn ihr etwas braucht. Und ja, bin wie immer sehr gespannt, was passieren wird. Ich weiß jetzt schon, wir werden eine ganz tolle Zeit haben. Danke, Liesl. Ja, also ich heiße Peter und gehe diesen Weg schon ziemlich intensiv seit 30 Jahren und möchte daher zu dem, was ich gehört habe, ein paar grundlegende Dinge sagen. Also der spirituelle Weg ist eigentlich der Weg, der nach der Heilung des Ichs beginnt. Die Psychologie und die Psychotherapie ist der Weg oder die Methode, aus einem neurotischen, aus einem kranken Ich ein gesundes Ich zu machen. Zumindest ist der Anspruch der Psychotherapie. Und der spirituelle Weg ist der Weg und Methode, von diesem gesunden Ich wieder zu lassen. Aber was ist damit gemeint? Ich wollte nämlich damit sagen, das ist nicht so leicht. Und es ist alles sehr, sehr positiv geklungen. Ist auch positiv und es soll auch leicht und lustig und schön sein. Aber meine Erfahrung ist, das ist nicht nur meine Erfahrung, das Ich ist ein Lurder. Und es kann immer wieder alles dazu verwenden, dass es im Ich gut geht, aber das Ich ist die Ursache der Probleme, die wir haben. Mein Ich ist meine Ursache meiner Probleme. Dein Ich ist deine Ursache deiner Probleme. Ja? Also dieses Ich nicht zu überwinden, das ist nicht das Ziel im Buddhismus, aber loszulassen von den Ich-Anhaftungen, das ist schon sehr schwer. Wir sind alle so geworden, wie wir sind und sind hier angekommen und haben ganz, ganz viel mitgebracht. Sehr viel Positives, aber auch weniger Positives. Und das wollen wir ja hier lassen. Und wenn man auf die Geschichte vom Buddha anschaut, wenn man die hinschaut, ja, dann hat er sehr lange gesucht seinen spirituellen Weg und ist dann in den Wald gegangen und ist dort sitzen geblieben und hat dann alles hat gehungert und ist abgemagert bis zum Skelett. Also es ist nicht so leicht, wirklich zu einer friedlichen, gelösten Persönlichkeit zu kommen. Und meine Erfahrung ist, dass ein wesentlicher Teil der Zufriedenheit und der Gelöstheit auch darin besteht, all das Schlimme in sich, die Depressionen, die Ängste, die Panik, alles erlebt zu haben, kennengelernt zu haben und aufzuhören,
sich davor zu fürchten. Aber an diese Ängste heranzukommen, wir haben eine unglaubliche Kontrolle über das Ich, das zu loszulassen und wo hineinzugehen in das Unbekannte. Das, was wir hier haben, das kennen wir alle. Jeder, wenn jemand hier angekommen ist und er ist eifersüchtig, dann ist diese Eifersucht nichts Angenehmes, aber die kenne ich schon. Die Eifersucht loszulassen oder mein Minderwertigkeitsproblem oder meinen Herrschaftsanspruch und meine Besserwisserei, nicht nur, also all das kenne ich schon. Und oft weiß ich auch, dass ich sollte ich eigentlich lassen, auch meine Dominanz über andere, nur es ist nicht so leicht. Hätten wir es gelassen, wäre es leicht, hätten wir es gelassen. Ja? Es ist nicht leicht. Das muss man wissen. Und das Wesentliche am Neuen ist, es ist unbekannt. Wir können es uns nicht ausdenken. Derjenige, der so einen spirituellen Weg beginnt und derjenige, der ihn wirklich beendet, ist ein anderer. Ich komme anders an. Ich bin nicht derjenige, der weggegangen ist. Und von diesen ichhaften Strukturen zu lassen, ja, das, wir hätten es schon getan. Also für die viele Dinge haben wir losgelassen. Und so häufig haben wir losgelassen, wenn wir mussten. Wenn ein Haus abgebrannt ist, habe ich mir gewisse Menschen lassen müssen, in Krankheiten. Sehr viele Menschen, die zufrieden sind, haben sehr viel Leidvolles erlebt. Und oft sind Menschen, denen es sehr gut geht, haben weniger Leidvolles erlebt. Unsere Gesellschaft kann sich deswegen so schlecht auf die Flüchtlinge einlassen, weil wir schon glauben, das müssen wir alles immer behalten, unseren ganzen Wohlstand und alles. Ja? Also was ich ausdrücken möchte, es muss nicht immer einfach sein. Und ein wesentliches Ding dieses Weges ist die Kontinuität. Also wirklich dran zu bleiben, unter Umständen auch etwas länger zu meditieren oder eine Übung zu machen, weil bis diese Kontrolle über die herkömmlichen Strukturen aufgeht, das kann schon etwas dauern. Und wenn du immer sagst, das ist sehr höflich und sehr nett so von dir, wenn du sagst, wenn du möchtest, dann machst du jetzt das in der Meditation, ja, dann ist das schon gut. Und es soll auch nicht schwer sein. Umgekehrt ist es wichtig, über Schwierigkeiten zu gehen, durch Schmerzen zu gehen und auch einmal das zu tun, was man nicht möchte. Und so würde ich auch sehr stark in dem Kurs raten, also sowohl deine Anregung, wenn du das möchtest, dann machst du das bitte. Und die andere Möglichkeit wäre, das, was angesagt wird, zu tun. Und zwar nicht aus irgendwelchen Herrschaftsanspruch oder irgendetwas, sondern über eine Grenze zu gehen, die mir unangenehm ist, ja, und wo ich nicht hin möchte. Oft weiß ich gar nicht, wo das ist. Da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen und auch mal etwas etwas überschreiten. Es gibt einen Ausspruch von einem tibetischen Lama, den ich sehr gut finde. Besser ist es, so einen Weg nicht zu beginnen. Wenn man ihn begonnen hat, ist es besser, ihn auch wieder zu beenden. Darin steckt schon ein bisschen die Schwierigkeiten, die drin stecken können. Und wenn ich mir einen anderen Ausspruch anschaue aus dem Zen, am Anfang war der Berg ein Berg, dann ist der Berg kein Berg und am Ende ist der Berg wieder ein Berg. Was drückt das alles aus? In dem Augenblick, wo es mir wirklich gelingt, aus irgendwelchen Gründen, oder weil ich durch die Übung daran komme, von Ego-Strukturen wirklich zu lassen, von meinen Ich-Vorstellungen, von dem, was mich ausmacht, oder scheinbar auch mal wirklich zu lassen, kann es eine Zeit lang haarig und unangenehm werden. Ich bin relativ sicher, dass wir dort in drei Monaten gar nicht hinkommen, aber vielleicht der eine oder andere doch. Und sich dann nicht zu fürchten, ist ganz wichtig, ja? Bitte. Ich bin schon in der Lage, meine Ordination weiterzuführen. Also, wie gesagt, ich bin relativ sicher. Ich mache diese Übung sehr intensiv, seit 30 Jahren und kenne daher solche ganz, ganz schwierigen Phasen, die da auftreten können. Und wenn man sich Lebensgeschichten von Menschen an liest, die ein Leben lang sich auf so einen Weg eingelassen haben, dann kommt da oft vor der Begriff der langen, dunklen Nacht und die Schwierigkeit und die Nacht der Seele. Also gemeint ist, wenn das Ich, es ist eine Läuterung des Herzens und des Geistes.
Aber diese Läuterung entsteht erst, wenn ich von meinem Ich Dingen lasse. Und mit dem, was ich bin, so schlimm kann es gar nicht sein. Da kenne ich mich aus. In der alten Sowjetunion haben sich die Herrschaftenstrukturen noch alle ausgekannt. Im Neuen, da fällt viel weg. Da bricht viel um. In der Krise entsteht das Neue. Aber die Krise hat das Wesentliche, es ist eine Krise, sie ist unangenehm. Daher ist es gut, sich auf seinen Weg einzulassen. Je intensiver, desto besser. Aber auch hindurchzugehen und auch keine Angst davor zu haben, falls es mal unangenehm wird. Also bin ganz fest überzeugt, es wird nicht schlimm werden. Wir kommen da ganz locker durch. Ich möchte von allen anfangen. Allen Anfang an sagen, ein wirksamer spiritueller Weg, das ist wie mit einem Medikament. Ein wirksames Medikament hat Nebenwirkungen. Ein unwirksames hat keine Nebenwirkungen. Und ein wirksames Medikament kann ich überdosieren und unterdosieren. Und in jedem spirituellen Weg kann ich auch Dinge falsch machen. Um das zu besprechen, was man richtig machen kann, was man falsch machen kann, das soll auch ein Ziel dieser Gruppe sein. Und mein Anliegen ist es, jedem Menschen zu raten, einen geistig-spirituellen Weg zu gehen. Und das kann ganz einfach sein, aber das Ich ist schwierig. Und wenn man ein Ziel erreichen will, wird man von irgendwelchen Vorstellungen von sich lassen müssen. Wer tut das schon gern? Gibt es dazu mal zu der ersten Einleitung und zu Fragen? Wir sprechen schon, ich hätte gerne eine Frage, und zwar, wir sprechen schon von den Grenzen des tatsächlichen Ichs, wie ich mich sehe, oder? Von diesen Grenzen sprechen Sie, oder? Nein, die Grenzen. Oder sprechen Sie von den Grenzen des Ich, wie man gesehen wird, oder wie ich mich sehe, oder des Ichs auf dem Planeten? Das Ich? Das Ich ist im, wir wollen mal über Buddhismus reden, das Ich ist im Buddhismus, im buddhistischen Erkenntnis kein stabiles Etwas. Okay. Das Ich mit einem festen Wesenskern, das Ich in der christlichen Lehre, die Seele, das kommt im Buddhismus nicht vor. Und zwar nicht, weil man sich irgendwas ausgedacht hat, sondern weil dieser Buddha sich hingesetzt hat und seinen Geist mit seinem Geist, das tut man in der Meditation, beobachtet hat und ein stabiles Ich nicht finden konnte. Wir bestehen in der buddhistischen Philosophie aus dem Körper und ein paar geistigen Strukturen. Dieser Körper ist einer ständigen Wandlung begriffen. Also nichts an uns ist so, wie es gestern war. Morgen wird nicht so sein und vor 50 Jahren, vor 20 Jahren, 10 Jahren, 100 Jahren. Also alle Teile von uns allen gibt es seit Millionen Jahren auf der Erde und wird es Millionen Jahre auf der Erde geben. Und dazwischen kommen sie mal zusammen als Mensch, als Baum, als irgendetwas. Das ist die Materie. Und dann gibt es das Geistige und wir haben Sinnesorgane. Und mit diesen Sinnesorganen nehmen wir wahr. Und das ist eigentlich der einzige Kontakt, den wir mit der Welt haben. Über unsere fünf Sinne nehmen wir wahr. Dann gibt es im Buddhismus noch einen sechsten Sinn, das ist das Denken, weil auch Gedanken kann man wahrnehmen. Und jetzt ist die wieder die buddhistische Erkenntnis, mit diesen Sinneswahrnehmungen, die nehme ich wahr und die bedingen in mir ein Gefühl. Und jede Sinneswahrnehmung bedingt in mir wieder ganz automatisch, ohne dass ich eingreifen kann, das kann man alles untersuchen und nachprüfen, ein Gefühl. Ich schaue auf dich, du bist mir sympathisch, ist angenehm, bedingt in mir ein angenehmes Gefühl. Ich schaue auf dich, du bist mir unsympathisch, bedingt in mir ein unangenehmes Gefühl. Ich schaue auf dich und du bist mir gleich, bedingt in mir ein neutrales Gefühl. Also momentan bedingst du in mir ein relativ neutrales Gefühl. Ich kenne dich nicht. Und dieses dritte Gefühl, dieses neutrale Gefühl, ist etwas, was wir im herkömmlichen Leben eigentlich kaum kennen und auch nicht so benennen. Und angenehme Dinge, also was angenehm ist, das wollen wir immer wieder haben. Alles, was uns angenehm ist, wollen wir haben. Und alles, was uns unangenehm ist, lehnen wir ab. Und dieser Prozess, in diesem Prozess sind wir ein Leben lang quasi eingestrickt.
Alles, was uns angenehm ist, wollen wir haben. Flüchtlinge sind uns, die wollen wir nicht haben. Die einen sagen, seid willkommen, die haben ein angenehmes Gefühl. Also wir sind gar nicht so sehr ich und wir entscheiden gar nicht so sehr frei, sondern wir entscheiden auf weite Strecken bedingt. Bedingt durch unsere Gefühle und diese Gefühle sind wieder bedingt durch unsere Gewordenheit. So wie wir heute angekommen sind, ist unsere Gewordenheit, unser Karma. Und manche Dinge, die uns heute sympathisch sind, waren uns vor 10 Jahren auch unsympathisch. Damals wollten wir sie nicht haben, jetzt wollen wir sie haben. Das ist dieser Prozess, den man zuschauen kann. Und der ist noch sehr stark mit dem Ich beobachte die Welt, ich denke, ich fühle, ich nehme wahr. Und jetzt sind spirituelle Methoden auch Methoden, um diesen Prozess einmal nicht nur zu beobachten, und zwar in der Meditation. Die Meditation ist mal eine konzentrative Methode. Ich bemühe mich, auf meinen Geist zu schauen, und zwar konzentriert zu schauen. Eine zweite Methode ist die Achtsamkeit, über die wir reden. Das ist nach innen gerichtete Achtsamkeit. Aber alles tue immer noch ich. Und ich halte immer noch fest. Und jetzt zu dieser Frage. Und dann können Momente auftauchen in der Meditation, wo diese alten Dinge nicht mehr stimmen. Wo es nicht mehr das Ich ist, das beobachtet, sondern plötzlich kommen völlig neue Erkenntnisse oder Einsichten oder sogenannte Erleuchtungsmomente können auch kommen, wo ich mich völlig anders wahrnehme, die Welt anders wahrnehme. Es können auch sehr tiefe, schmerzhafte Erkenntnisse kommen über meine eigene Sterblichkeit. Also wirklich Dinge, die ich mir weiß. Ich weiß, dass ich sterbe, aber niemand von uns kann im Augenblick das nachempfinden, wie das ist, zu sterben oder alt zu sein, einen Unfall zu haben. Und gibt es Momente, wo man plötzlich an den Punkt herankommt, wo es einem klar ist, wie es ist, dass wir sterben können, wie es ist, Verzückungen zu erleben und so weiter. Und dann gibt es aber dahinter noch weitere tiefere Momente, wenn ich über diese Meditationsstufen sprechen. Und bei den ersten 4 Stufen gibt es immer noch das Ich als Beobachter. Aber dahinter gibt es Stufen, wo man das Ich verliert. Wo nicht mehr ich beobachte. Es gibt Beobachtetes, aber keinen Beobachter. Ja? Und das sind Zustände, die sind quasi schizoid oder in der Schizophrenie kann man sowas erleben. Das sind echt bedrohliche Zustände, wo ich die Kontrolle über mein Ich als agierender Mensch verlieren kann. Du hast gesagt, kann es passieren, dass die Ordination nicht aufmache. Also vielleicht kommen wir auch ein bisschen ins Persönliche. Ich kenne solche Zustände. Und das Interessante ist, dass diese Zustände schon sehr nah an Psychosen heranreichen. Und der wesentliche Unterschied scheint zu sein, dass diese Zustände dann auftauchen, die man auch als spirituelle Krisen bezeichnet, oder sogenannte Kundalini-Krisen, ganz nahe neben der Geisteskrankheit liegen. Und der wesentliche Unterschied ist zumindest auch meiner Erfahrung, der Geisteskranke geht in diesem Meer, in diesem mystischen Meer der nicht fassbaren unter. Und der Mystiker, der Mensch am spirituellen Weg, lernt an diesem Meer zu schwimmen. Also es tauchen Phänomene auf, die mit dem herkömmlichen Ich und dem herkömmlichen nicht mehr erklärbar sind. Es kommen eben zu mystischen Scheinen, die Dinge, die dahinter stehen. Ja? Und der spirituelle Weg ist auch ein Weg, sich mit dieser geistigen Welt in Verbindung zu treten. Nicht in Verbindung zu treten, sondern zu sehen, es ist nicht alles real. Das, was wir hier sehen, ist nicht die Realität. Das sind die Bilder, die wir im Hirn konstruieren. Und damit komme ich mit diesem doch ein bisschen schwierigen Teil gleich zu Ende. Aber eine wesentliche Aussage des Buddhismus ist, alle Dinge sind leer. Es gibt nichts Fixes in der Welt. Es gibt nicht, das so oder so ist. Ein Theaterstück ist nicht gut oder schlecht. Du bist nicht schön oder jung oder alt oder irgendetwas. Ja? Jung bist du schon in Relation. Aber schön ist was Subjektives. Ich mache dich zu einem schönen oder hässlichen Mann. Ich mache dich zu dem. Also ich erschaffe meine Welt. Ich erschaffe euch. Ich erschaffe diesen Raum für mich. Und ihr schafft ihn für euch. Und was ihr hier in diesem Raum schön oder sympathisch findet, hat nichts mit dem Raum zu tun. Ihr nehmt den Raum zum Anlass, euch so zu fühlen.
Die Welt in sich, die Dinge sind leer und wir füllen sie mit etwas. Und das ist auch etwas, was die moderne Wissenschaft heute wieder erkennt in dem neurobiologischen Konstruktivismus, dass wir die Welt erschaffen. Aber im Augenblick, wo mir dieses Ich eine Zeit lang abgeht, wo ich also zum Phänomen zu erkennen, dass das nicht real ist, um es wirklich für mich zu erkennen, muss ich dieses Bild ändern. Wie bei einem Geisteskrankheiten, wenn ich euch anschaue und plötzlich seid ihr nicht mehr ihr, sondern schaut anders aus, dann ist es mir klar, dass ich nicht die Realität sehe, sondern etwas, was ich in mir erzeuge, ein Bild. Aber in dem Augenblick, wo einem das passiert, dass man wirklich einmal die Welt anders wahrnimmt, kommt Angst. Die Angst ist immer das Gefühl vor Neuem, vor Unbekannten. Und es gibt keinen ernsthaften spirituellen Weg, der nicht in Neues führt und der auch keinen ernsthaften spirituellen Weg, der nicht durch Ängste führt. Und die Lösung ist, sich aufzuhören, vor der Angst zu fürchten. Okay, dort sind wir, ja? Ganz konkret, dort bin ich. Ja. Ja? Genau das ist mein Thema. Ja. Sobald ich etwas anderes sehe, habe ich Angst. Ja. Ja? Ja. Und ich kann mit dieser Angst ganz einfach nicht umgehen. Die lähmt mich. Ja. Ja? Die macht mich matt. Sie lähmt mich. Ja. Wie kontrolliere ich dieses Leere mit einem angstfreien Bild oder mit einem kraftvollen Bild? Ja? Ich schaffe das in Meditationsstunden, wo die Welt für mich komplett verzerrt ist. Ich wache auf. Und ich habe während der Meditation teilweise schon Angst, Tobi, ja? Weil ich ganz einfach die Welt total verzerrt sehe, zum Beispiel so eine schmale Schicht, ja, an Erde, und ich bin irgendwo entweder darunter oder darüber und bin komplett matt. Es kann doch auch sein, dass wenn ich die Welt anders sehe, sich nicht unbedingt Angst, sondern Freude einstellt. Natürlich. Ja, das ist der Punkt. Natürlich kann das sein. Das möchte ich Also klar kann das sein. Es kann ja, die Welt ändert sich, kann verzückt sein vor Freude. All das gibt, ich kann auch Angst haben. Es gibt doch alle. Es ist auch ein wesentlicher Teil des spirituellen Wesens, an all diesen Zuständen, nicht nur an der Verzückung und an der Freude anzuhaften. Wenn es mir gelingt, nicht an der Freude anzuhaften, dann kann ich vielleicht auch an der Angst nicht mehr anhaften. Das Problem, das du hast, dass du immer noch sagst, möchtest ändern in etwas, ein kraftvolles Bild. Die Lösung ist die Aufgabe der Kontrolle. Es zuzulassen und durch diese dunkle Nacht hindurchzugehen. Und die Methode, nachdem ich ja nicht weiß, solange ich will, dass das dort so oder so soll schön sein oder Kraft soll sein, ich weiß nicht, was ist, der ist die Methode eine andere. Die Methoden am spirituellen Weg, das wäre die Lösung in der Psychotherapie oder in anderen psychotherapeutischen, sich was auszudenken und andere Bilder zu machen, also umzuwandeln. Die Flugängste werden so behandelt, indem man sich was anderes vorstellt. Die Methode im spirituellen Weg ist eine andere. Sitzen bleiben. Die Übung weitermachen. Solange ich hier sitze, noch die Ängste noch so groß sind, ja, springe ich zumindest nicht aus dem Fenster. Ich bringe mich auch zumindest nicht um. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Wir wollen hier im Westen, der spirituelle Weg ist etwas, was kaum gegeben hat, kam aus dem Osten. Und wenn wir hier Kurse machen, dann wollen wir das verstehen und wenn, das muss immer auch, darf nicht gefährlich sein. Wenn man im Osten einen Kurs macht, da geht es ganz anders. Da sagt der Lehrer zu mir, sagt, steht es alle am Kopf, dann stellen sich alle am Kopf. Ja? Wenn ich hier sage, stellt sich alle am Kopf, dann ist der wahnsinnig, dann ist gefährlich und. Also wir wollen das mal einfach, und auch die sitzen dort einen Monat, zwei Monate, dann tauchen deine Ängste auf. Ja? Und wir tun das jetzt psychologisch betreuen, aber sagt ein asiatischer Lehrer, zurück aufs Kissen, sitzen bleiben. Und wir können vielleicht im Kurs noch ein bisschen darüber reden. Ich kenne diese Panikzustände. Ich kenne auch die Panikzustände der Meditation durch Jahre. Ja? Und die Methode ist, hindurchgehen, die Kontrolle aufzugeben. Und wie das geht, wenn ich es wüsste, wäre es ja leicht. Und ich kann das auch nicht erklären. Ich kann nur in der Methode, gibt es dann schon Hilfsmittel, also wenn man mit der Angst umgeht. Vielleicht dann dazu ein kurzes Wort. Wenn Ängste auftauchen, was ist denn Angst? Schon gesagt worden, Angst ist ein irrationales Gedankengut,
was ich nicht beherrschen kann. Also Gedankengut, ja, was ist noch? Gefühl der Bedrohung. Unangenehm ist es. Es ist ein unangenehmes Gefühl, das wann auftaucht? Vor Unbekannt, vom Neuen. Ja? Wenn die Angst auftaucht, ist entweder das Neue wirklich da, ich beschließe jetzt zu kündigen oder ich beschließe ins Ausland zu gehen, die Zürcher, die weggehen von zu Hause, haben vielleicht Angst. Aber auch die Angst ist also ein sehr vernünftiges, gescheites, also irrational. Die Angst hat ja auch einen Sinn. Ja, klar. Aber es gibt zwei Formen von Ängsten. Die Angst vor dem Löwen, der da steht, und die Angst vor dem Löwen, die gleiche, die Angst ist, der Löwe steht aber nicht da. Das wäre die irrationale Angst. Und zusätzlich ist Angst auch eine Waffe des Ich vor Neuem, vor Unbekannten. Das Ich spürt schon die Wandlung, dass du irgendwas in dir loslassen willst oder musst. Und drüben steht der Herr Doktor und der wird es aber nicht, ja? Wer heißt du mit Vornamen? Niki. Der Niki, brauche ich nicht der Doktor sagen, ja? Der Niki, ja? Und der Niki tut das noch unterdrücken, ja? Und jetzt, wie geht der Niki mit der Angst um? Weil sie ist ja sehr bedrohlich. Also erstmal muss er wissen, es ist ein Gefühl, das aus mir kommt, das hat nichts mit anderen zu tun. Dann kann man sich auch vorsagen, also die Angst, und sie hat mit Denken zu tun. Also du bist sehr stark in deinen Gedanken und daher ist auch eine Methode, aus den Gedanken in den Körper zu gehen. Es gibt im Buddhismus eine ganz berühmte Geste des Buddha, da sitzt er so, das ist die Geste, die Mudra der Erdberührung. Da nimmt er in diesen Zuständen, die er dort auch beschreibt, Mara, in diesen bedrohlichen Zuständen, nimmt er die Erde zum Zeugen, dass er quasi hier da mit Recht sitzt und so ihr Leben gelebt hat und gelitten hat. Und also du musst versuchen, dich zu erden. Und erden kann ich mich, indem ich mich in diesen Zuständen zum Beispiel hinlege, oder ein Bad nehme oder körperliche Arbeit nehme oder mich spüre, dann kann ich mir auch sagen, in diesem Spüren, ja, die Angst kommt nur aus mir, die Angst kommt nicht von außen. Und wenn ich diesen Prozess öfters mal durchgemacht habe und gelernt habe, nicht wegzulaufen vor der Angst, sondern liegen zu bleiben und das zuzulassen, werde ich etwas merken. Das hast du auch schon gemerkt. Was macht die Angst? Wahnsinnig. Ja, und dahinter? Matt. Und dahinter? Müde. Und dahinter? Sie endet irgendwann. Ja, natürlich endet. Sie hört wieder auf. Sie hört auf. Ja. Das Vertrauen lernen zu haben, also nee, erstmal mit dem Erden, und da versuche ich immer nicht in die Gedanken zu gehen, sondern den Körper zu spüren. Ich spüre wirklich mich auf der Unterlage liegen, spüren. Ich gehe mit dem Bewusstsein aus dem Denken in den Körper. Das ist auch etwas, was deswegen ist Meditation gut, das lernt man das. Ja? Also eine Konzentration von Denken in den Körper, und wenn ich dann die Erfahrung das erste Mal habe, dass hinter der Angst etwas Neues aufgetaucht ist. Ich bin vielleicht ein mutigerer, liebevollerer oder irgendwas anderer Mensch geworden. Dann gibt es eine nächste Stufe, wo ich sagen kann, ich liebe meine Angst. Ich weiß schon, die Angst ist ein Gefühl, das auftaucht vor Unbekannten. Und es ist gut, dort hineinzugehen. Dort erweitert sich mein Horizont. Das muss ja auch nicht unbedingt angenehm sein, aber ich habe mal aus dem bekannten Rahmen trete ich heraus. Und es ist wichtig zu wissen, dass diese Angst etwas ist, was dich begleitet, weil möglicherweise schon etwas vorhanden ist. Da kann man sich ganz simpel vorstellen. Ja? Wir sind hier kein Kurs von Meditationsschülern und Schülerinnen, sondern wir üben jetzt Drachenfliegen. Und jetzt haben wir das theoretisch gelernt. Und jetzt sage ich, morgen schnallen wir diese Drachen an und stürzen uns da vom Felsen runter. Ja? Was werdet ihr haben? Schiss. Angst. Aber ein paar von euch haben keine Angst. Wer hat denn keine Angst? Ja, warum nicht? Der erste Fall gibt es keine Angst, warum nicht? Ich? Ja? Ich habe ein starkes Schicksal hinter mir, ich habe meine Ängste, ich habe Grenzen überschritten, die unglaublich waren. Ich hätte vor dem keine Angst mehr. Sehr gut. Also der eine hat keine Angst, weil er sich wirklich davor nicht mehr fürchtet. Ja, ja? Ich glaub, das ist alles soll ich runterfallen, ist auch schon wurscht. Ja? Und der zweite hat keine Angst. Weil er neurobiologisch nicht funktioniert. Nein.
Ja? Nein. Der zweite. Ja, es gibt noch einen zweiten Grund. Wenn er die Farben gemacht hat, dass das eigentlich super ist. Ja, das sind die einen. Aber es gibt noch welche, die sich nicht davor fürchten. Das sind diejenigen, die ganz genau wissen, sie machen es eh nicht. Ja. Also, da taucht doch die Angst nicht auf. Deine Neurobiologie. Wenn du ganz sicher weißt, das mache ich eh nicht, das auf dem Neuen lasse ich mich gar nicht ein, taucht doch die Angst nicht auf. Das Auftauchen deiner Ängste ist auch ein Zeichen dafür, dass du bereit bist für was Neues. Ja. Das ist noch nicht da. Jetzt muss ich erst die Angst überwinden, wirklich zu springen. Und dann kann ich mir noch befallen. Jetzt muss ich aber, wenn ich erstmal gesprungen bin, muss ich das Ding wie lang lernen? Na, 3 Monate Minimum, dann ein Jahr. Also ein Meister des Drachenfliegens bin ich in 10 Jahren, frühestens. Ja? Das dauert schon wieder. Also diese Angst zu haben, die Angst ist ein wichtiger Indikator. Der Weg ist durch die Angst, durch diese intellektuelle Wissen, es bringt auch etwas. Dann die Methode, sich zu erden. Und dann das langsame Durchgehen und sich auf das, was dahinter kommt, auf das Neue. Das kann etwas sein, was du gar nicht wolltest. Eine Ehe, eine Kinder, eine Scheidung, das Gegenteil. Wir wissen ja nicht, was es ist. Ja? Eine Größenwahnsinnig, eine Bescheidenheit, irgendetwas. Auf das Neue wirst du dich einlassen müssen, den Neuen umgehen müssen. Das wird echt ein schöner Kurs. Das kann aber oft auch nur eine neue Erkenntnis sein. Na klar. Durch die Angst gehen. Wir fürchten sie immer vom Neuen. Und nachher dann habe ich eine neue Erkenntnis. Völlig richtig. Und die ist einfach da, die Erkenntnis. Ja. Ohne jetzt auch jetzt zu sagen, dass sie mir was bedeuten könnte. Ja. Die ist einfach da. Ja. So wie alles da ist, ist es da. Mhm. Ja. Unsere Einladung ist auf jeden Fall auch, dass dieser Meditationsweg ein Weg der freundlichen Beziehung zu dir selbst ist. Egal, ob du da Ängste durchstehst, ob du es angenehm findest, unangenehm, ob es Panik macht oder glückselig. Es ist ein Weg der Beziehung zu dir selbst, oder? Die Meditation schafft Beziehung. Zu welchen Aspekten des Selbst auch immer, erstmal. Aber das ist mir ganz wichtig, dass dieser Weg ein freundlicher, prinzipiell freundlicher Weg ist. Weil man kann es auch verbissen machen. Ja. Das will ich aber nicht. Ja. Das soll schon prinzipiell eine freundliche Beziehung zu dir selbst sein. Eine freundschaftliche Beziehung. Und mit einer guten Freundin, wenn sie eine Panik hat, bist du nicht wertend, oder? Dann sagst du nicht, du blöde Kuh, reiß die Zahn. Vielleicht, aber wenn sie es gerade braucht, ja. Aber es ist wichtig, mitfühlend zu sein mit dir selbst in diesem Prozess, dass du diese Beziehung die nächsten Monate als Freundschaft erlebst zu dir selbst. Ich wollte nur sagen, wir neigen ja dazu, die Angst immer größer zu machen. Nicht? Die Angst breitet sich ja immer mehr aus. Ich habe irgendwie auf Reisen, wie ich alleine unterwegs bin, oft ziemlich Angst gehabt. Und ich habe dann die Angst immer verniedlicht. Ich habe nicht Angst gesagt, sondern Angsti. Ne? So wie Hans, Hansi. Es ist etwas Kleines. Nicht? Und dann habe ich immer gedacht, jetzt ist die Angsti wieder da. Und es war sozusagen von mir, wie ich das benannt habe, gleich schon einmal ein bisschen ungefährlicher. Nicht? Weil die Angst, die kenne ich eh schon, die ist gar nicht so groß, wie ich mir das immer vorstelle. Ne? Okay, große Namen schon aus. Ja. Ja, aber da ist natürlich schon so, da ist immer noch die Kontrolle da. Da kann ich, wenn das scharig wird, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Ja. Das ist das, genau. Wenn das ist alles sehr nett, ja. Nur irgendwann hilft das nicht mehr. Es geht immer weiter. Also meine Erfahrung ist, manche Menschen haben gar keine Angst, manche haben das Problem nicht. Also ich bin ein Meister der Angst, ja, gewesen. Und meine Erfahrung ist nur das Durchgehen. Ich habe auch gewusst, es gibt no way vorbei. Ich muss da durch. Und da nützen an dem, kann man schon machen. Vor allen Dingen muss man etwas sagen. Wir sind ja im idealen Alter, diesen Weg zu gehen, zu beginnen und auch zu beenden. Weil wir stehen mitten im Leben, wir haben die Kraft. Aber wenn man auf uns schaut in 30 Jahren, auf die alten Menschen, dann haben die zu 30% Alzheimer, senile Depression, Parkinson, liegen im Betten, können nicht mehr sich bewegen. Ja? Das ist ja das Zuhandnehmen dieser Ängste. Wenn die Energie, wo ich dann die Angst verniedlichen kann, einfach mit der Energie ausgegangen ist. Ja? Wenn ich mit diesen ganzen Zuständen der Welt nicht mehr umgehen kann. Ja?
Und deswegen ist es jetzt gut, das Ding zu lösen. Und irgendwie gesagt, das ideale Zeitalter ist jetzt, den Weg zu gehen. Nur ist auch jetzt wieder gut, den Weg zu beenden. Und daher für sich herauszufinden, wie lange ich gehen möchte und wie weit ich gehen möchte. Dann auch so mal das Aufteilen, so einen stufenweisen Weg gemacht. Man kann diesen Weg ein Leben lang gehen, man kann ihn ein paar Jahre gehen, man kann ihn 3 Monate gehen. Ja. Man kann auch wissen, was will ich erreichen? Will ich bloß loslösen oder will ich quasi ganz frei werden? Gut. Jetzt habt ihr vorhin da ab und zu mal so erwähnt von Buddha-Figuren am Sessel und so. Sehr interessant, ne? Buddha-Figuren stehen ja heute in jedem Garten eigentlich, oder? Zumindest in jedem Wellness-Hotel und in jeder Praxis fast schon. Ne? Und da gibt es ja so ganz dünne, also ganz eher so asketische Figuren. Die habe ich nicht gemeint. Also. Der Dicke ist nicht der Buddha. Dicke, der da, ist ein chinesischer Bodhisattva, ein chinesischer Heiliger des Glücks und ist nicht der Buddha selbst. Ja. Der Buddha wird immer schlank und manchmal sogar dünn dargestellt. Einen dicken Buddha gibt es in der Ikonografie gar nicht. Die Dicken sind chinesische Bodhisattvas. Kutai. Wie heißt er? Kutai. Kutai, bitte, danke. Also, gut, dann ist das auch geklärt. Aber er hat sich beschäftigt damit. Ja, und ja, es geht ja um einen Weg der Mitte, um einen Weg der Mäßigung der Mitte. Ja, jetzt wollen wir üben. Fangen wir mit der Übung an. Gut. Und also, was die Übung betrifft, jetzt das Sitzen, und da möchte ich gern jetzt noch ein paar Worte sagen zum Sitzen. Wenn wir also formal am Sitzkissen Platz nehmen. Manche sitzen gern so wie Peter, wie du das gerade machst. Andere, das kommt ja ein bisschen darauf an, wie wir geübt sind und wie gelenkig. Und bitte macht da kein Dogma draus. Und denn in der Überlieferung ist natürlich Buddha unter dem berühmten Baum in dieser Haltung zur Erleuchtung gekommen. Deshalb wird es praktiziert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in Indien und in diesen Ländern die Kinder von klein auf das Hockeln lernen. Ja? Die sitzen hier stundenlang schon als Kleinkinder so und können viel eher in diese Lotus-Sitzhaltung als wir Europäer das können üblicherweise. Also man kann also auf seinem Sitzen meditieren, auf so einem Sitzkissen, man kann auf dem Sessel meditieren. Es gibt keinerlei Studien, die belegen, dass man auf der oder auf der Haltung eher irgendwie schneller zur Erleuchtung kommt. Wenn du auf dies besitzt, ist es ganz fein so. Und du kannst natürlich jederzeit die Lage verändern, dann einmal diese sogenannte Tara-Stellung. Du kannst jederzeit erstmal am Anfang, oder sind wir da sehr streng? Und die Sitzhaltung? Nein, mit der Sitzhaltung war nicht streng, aber doch gibt es ein paar Regeln. Also die erste eine Regel ist, die Knie müssen am Boden sein. Und zwar das nicht die Regel um der Regel willen, sondern sonst hat man Schmerzen. Mhm. Bei der Meditation kriegt man sowieso Schmerzen. Mhm. Und es ist ein Durchgehen durch die Schmerzen und eine entspannte Haltung zu lernen jenseits der Schmerzen. Also es ist gut, wenn die Knie am Boden sind, wenn sie da oben sind, wegen der Hüftdysplasie, dann kriegt man zu starke Schmerzen. Also alle, die nicht so sitzen können, sitzen im sogenannten Zen-Sitz, glaube ich, Hocksitz. Und wer am Sessel sitzt, hat auch eine Regel. Die Füße sind am Boden, sie sind nicht überkreuzt. Die Hände können bei allen beim Sitzen und beim Sessel entspannt im Körper oder irgendwo da liegen. Aber der Rücken ist beim Sitzen nicht angelehnt. Man sitzt aufrecht am Sessel bei der Meditation, beim Zuhören schon. Bei der Meditation sitzen alle mit einem aufrechten Rücken. Dann gibt es Regeln, gewisse Meditationsformen, wo man diese Haltung nicht verlässt, im Zen zum Beispiel. Und dann gibt es Meditationsschulen, wo man diese Haltung ohne weiteres verlassen kann, zum Beispiel Vipassana. Also das ist bei uns wurscht, man kann sitzen, wie man möchte, man kann auch mal klein sinken. Wichtig ist, dass man in dieser Haltung mit den Knien am Boden aufrechter Rücken.
Das ist zu der Haltung selbst. Man kann die Augen offen lassen oder leicht geschlossen. Geschlossen haben oder leicht offen, Entschuldigung. Ja. Leichter ist es, sie am Anfang geschlossen zu halten. Und dann gibt es jetzt eine ganz, ganz große Reihe von Meditationsschulen und Meditationsformen. Grundsätzlich gibt es zwei große Richtungen der Meditation, die Ruhe- und Einsichtsmeditation. Die Ruhemeditation ist sehr viel das, was auch der Tobias lehrt, und ich werde mal eine Einsichtsmeditation anleiten und dann gleich dazu sagen, was das ist. Es gibt also zwei Wege, das ist am Anfang angedeutet. Es gibt den Weg von A nach B, also von einem leidvollen Leben in ein leidfreies Leben. Das Ziel ist das Ziel. Wird auch definiert, was das ist, dieses Ziel, wir werden darüber sprechen, also ein leidfreier Zustand. Und der Erkenntnisweg ist die Methode der Vipassana-Meditation, die nennt sich Hellblicks- oder Einsichtsmeditation, um gewisse Einsichtsmomente versucht entstehen zu lassen. Und der zweite Weg wäre aus dem tibetischen Buddhismus bekannt, sogenannte Mahamudra. Mahamudra ist das große Siegel, wo man sagt, also alles ist schon vorhanden, wir sind eh schon erleuchtet, muss es nur zulassen. Ja? Das ist mehr so der Tobias Weg. Also ich bin eher der Schmerzvolle, ja. Er ist die heitere Gelassenheit, ja. Aber beides führt zum gleichen Ziel, ja. Das sollte zum gleichen Ziel führen, ja. Und Vipassana ist die Methode des Buddha selbst. Also er hat Vipassana gelehrt. Und es gibt jetzt ganz viele Vipassana-Schulen mit verschiedenen methodischen Wegen. Aber sie haben alle grundsätzlich eine gewisse Struktur. Ich werde mal kurz anleiten und nachher sagen, was diese Struktur bedeutet. Also sich hinsetzen mit Meditation. Den Rücken aufrecht halten. Einfach ein paar Atemzüge nehmen. Den Atem frei fließen lassen. Und dann die Aufmerksamkeit auf das Sitzen lenken. Spüren, welche Körperteile den Boden oder die Unterlage berühren. Es ist günstig, die Meditation immer wieder in gleicher Art und Weise zu beginnen. Also mich vielleicht immer auf die gleichen Körperteile zu konzentrieren. Spüren, wie man auf der Unterlage sitzt. Das Gewicht des Körpers spüren. Und dann, wie vorhin beim Tobias, den Körper durchgehen. Man kann das sehr lange machen. Und etwas rascher, ich möchte jetzt nur ganz kurz sich auf den rechten Fuß konzentrieren, auf den rechten Unterschenkel, den Oberschenkel und das Gesäß. Sich auf den linken Fuß konzentrieren. Ganz genau hinspüren, wie sich der linke Fuß anfühlt. Ist er hart, weich, hell, dunkel, angenehm, unangenehm. Den linken Unterschenkel spüren. Das linke Knie, den Oberschenkel und das Gesäß. Jetzt Punkt für Punkt die Wirbelkörper, die Wirbelsäule hinaufgehen. In der Steißwirbelsäule zum Kreuzbein. Zum unteren Ende
der Lendenwirbelsäule. Der mittleren Lendenwirbelsäule. Und zur oberen Lendenwirbelsäule. Weiter hinaufgehen bis zur Brustwirbelsäule. Nachschauen, ob man ganz bequem da sitzt. Und eventuell die Haltung etwas ändern. So dass man wirklich bequem und entspannt auf der Unterlage sitzt. Nachschauen, ob man bei der Atmung spürt, wie sich der Oberkörper bewegt. Die Kleider bei der Atmung auf dem Oberkörper reiben. Ganz genau hinspüren. Immer feiner werden in den Beobachtungen. Weiter hinaufgehen zur oberen Wirbelsäule, zur Schulter, zur rechten Schulter, zum rechten Oberarm, zum Ellenbogen, dem rechten Unterarm und der rechten Hand. Zur linken Hand gehen. Nicht nachlassen mit der Konzentration, sich nur auf die linke Hand konzentrieren. Linken Unterarm. Oberarm und zur Schulter. Zur Halswirbelsäule gehen. Zum Hinterkopf und zum Scheitelpunkt des Kopfes. Wieder nachschauen, ob man bequem da sitzt und sich bequem hinsetzen. Und dann die Aufmerksamkeit vom Körper abziehen und auf die Atmung lenken. Auf das Ein- und das Ausatmen. Ein und aus. Wir merken, dass zwischen Ein- und Ausatmen eine ganz kurze Pause ist. Einatmen, Pause, Ausatmen. Sich nur auf die Atmung konzentrieren, auf nichts anderes. Wenn Ablenkungen auftauchen, Gedanken, Gefühle, Ärger, Freude, Langeweile, das nur feststellen und zurückkehren zum Atem. Nichts anderes tun als sitzen, atmen, die Atmung beobachten, Ablenkungen feststellen und zurückkehren zum Atem. Jeder für sich diese Übung eine Zeit lang durchführen.
Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Wenn es schwerfällt, sich ausschließlich auf den Atem zu konzentrieren, kann man den Atem zählen. Einatmen 1, ausatmen 2 oder ein, 1, wieder ein, 2 und so weiter. Wenn man die Zahlen verliert, bevor man bei 10 angekommen ist, immer wieder bei 1 beginnen. Wenn man bei 10 angekommen ist, auch bei 1 beginnen.
In dieser Methode wird man bemerken, dass es nicht leicht ist, sich ausschließlich auf den Atem zu konzentrieren. Man wird bemerken, dass immer wieder Gedanken auftauchen. Möglicherweise auch immer wieder ähnliche oder gleiche Gedanken. Und es können die sogenannten Widerstände auftauchen. Auch da immer wieder die gleichen Widerstände. Und in dieser Meditation, in dieser Übung, die gleichzeitig auch eine Übung der Konzentration ist, lernt man mit den immer wieder gleichen Gedanken, den unangenehmen Gedanken und den Widerständen. Es gibt 5 Widerstände in der Meditation, diese fallen zu lassen. Man lernt, wie man mit Schmerzen umgehen kann, mit Ängsten, mit anderen unangenehmen Zuständen. Und man kann lernen, einzutauchen in die tieferen Stadien der Meditation, die sogenannten Versenkungsstufen der Meditation. Sitzen, atmen, den Atem beobachten, Ablenkungen feststellen, zurückkehren zum Atem, nichts anderes. Augen öffnen, wieder bequem hinsetzen. Gut, wollen wir zum Ende kommen, ja? Vielleicht sollte ja eine Wirkung haben, der Kurs. Soll man eine Aufgabe geben? Du bist mir nicht so sicher, aber. Ich würde Folgendes vorschlagen, wenn du einverstanden bist, ja. Jeder und jede übt diese Woche ein wenig diese Meditation, also nicht diese Meditation, Meditation, jeder in der Form, wie er sie gerne möchte. Ein paar Dinge halte ich dabei für wesentlich. Wir sind ja Wiederholungstäter. Wir können auf uns nicht verlassen. Wir nehmen unsere Vorsätze vor, diesen, das wollen wir tun und dann immer wieder wird nichts draus. Also am 1. Jänner geht es gerade noch, am 3. ist schon wieder vorbei, am 10. Jänner. Also es ist wichtig auch, sich zu lernen, sich auf sich selbst verlassen zu können. Ein wesentlicher Aspekt. Und wenn man sich zum Beispiel vornimmt, zu meditieren, dann sagt man 5 Minuten zum Beispiel und dann bleibt man 5 Minuten sitzen. Oder 10 oder 15 oder 25, 45, 60. Aber es ist besser, sich 10 Minuten vorzunehmen und 10 Minuten sitzen zu bleiben, als sich 30 Minuten vorzunehmen und 20 Minuten sitzen zu bleiben, weil man dann aufsteht. Wie man mit den Schmerzen und all diesen unangenehmen Zuständen umgeht in der Meditation, erzählen wir in der nächsten Stunde. Jetzt ist mal die Übung zu machen, sich etwas vorzunehmen, sich ein stilles Eck in der Wohnung zu nehmen, wo man sich wohlfühlt und diese Übung zu üben. Ideale Zeit, würde ich sagen, für den Anfang sind 15 bis 25 Minuten, ist das zu lang?
besser 5 Minuten. Als abbrechen. Besser jeden Tag 5 Minuten. Ja. Aber, oder, als dem ersten Tag 30 und dann nicht mehr. Okay? Aber, haben wir Streber unter uns? Also im Zen meditiert man üblicherweise 25 Minuten und im Vipassana 45 bis 60 Minuten. Aber im Vipassana macht man es auch nicht einmal am Tag, sondern den ganzen Tag. Genau. Gibt es von der Zeit eine Empfehlung, morgens oder abends? 5 Uhr früh. Bist du jetzt erstaunt? Nein, ich meditiere beim 3, ja. Ich bin ein bisschen später. Also, nein, auch das ist individuell verschieden. Also ich, wie du, wir meditieren anscheinend am liebsten in der Früh. Ich habe gern nach dem Aufwachen die Ruhe und die Klarheit am Morgen dafür. Ja. Aber das ist unterschiedlich. Manche praktizieren das lieber am Abend, aber wenn du dann dazu neigst einzuschlafen, musst du schauen. Ich meditiere um 3 Uhr in der Früh auch nur, wenn ich nicht schlafen kann. Wenn ich da glücklich in der Lage bin zu schlafen, tue ich natürlich nicht. Ja. Wie ich überhaupt sagen muss, ich meditiere überhaupt nicht mehr. Ja. So, ganz selten. Ja. Weil das, was wir am Sitzkist lernen, ist nicht die Meditation, sondern die Übung der Meditation. Ziel ist es, im ganzen Leben immer zu meditieren. Tag und Nacht. Ja, und diese Praxis ist tatsächlich eine Sache, auf die ich gelernt habe, mich zu verlassen. Weil es macht eine innere Harmonie, etwas, auf das ich mich verlassen kann, weil es ist in mir, ich kann es tun, mit mir selbst, völlig unabhängig von äußeren Bedingungen. Und wie wir ja gerade mitkriegen, die Welt ist nicht immer sehr harmonisch und immer schön und verlässlich. Und dann ist es sehr hilfreich, auf einen Kompetenzpool zurückzugreifen, der in mir ist, um da Balance und innere Schönheit und Verlässlichkeit. Und das, ja, das geht nur durch Übung. Ja. Ich habe heute auch noch eine Frage dazu. Mhm. Und zwar, Sie haben ja gesagt, das ist eine Meditation der Erkenntnis. Und auf der einen Seite soll ich mich aber nur auf den Atem konzentrieren, aber was ist, wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe? Also, die heißt Erkenntnismeditation oder Einsichtsmeditation, weil es in dieser speziellen Übung, da ist ja immer das Gleiche, und wenn man kommt immer wieder, das übt das ja jahrelange Methode, kommt man drauf, wie schwer sich auf den Atem zu konzentrieren. Und das ist so, das ist wie so, wenn man so 10-stellige Zahlen untereinander schreibt, man tut und schreibt und rechnet und ganz plötzlich ist plötzlich unten die Lösung. Und wenn es zu so einer Erkenntnis kommt, man nennt das die Fruchtmomente der Meditation und auch Erleuchtungsmomente, ja, die sind so eindeutig und so niederschmetternd und können so unglaublich sein, ja, dass man dann an den Atem denkt, ich weiß es jetzt gar nicht, ja. Sie können das ganze Leben verändern. Ja. Ist dann nicht so wichtig, ob man gerade an den Atem denkt oder nicht. Ja. Aber sie sind ziemlich eindeutig. Also wirklich. Und dann ist es auch so, Sie müssen auch nicht so klar und eindeutig sein, wie oft sitze ich in der Meditation. Und das ist alles ganz klar und das ist also alles rein und edel und so ganz super. Und dann höre ich mit der Meditation auf und ich weiß auch alles. Ja, und dann, was war jetzt? Wie im Traum ist wieder alles weg. Ja. Also es sind schon ganz tiefe und unterschiedliche Zustände, aber echte Einsichtsmomente weiß man. Und wenn man sie hat, ist es gut, nachher wieder zurückzugehen, sie zu rekapitulieren, zu sagen, was war es denn und so weiter. Ja. Diese Atembetrachtung ist nicht das Ziel, nicht, ist nur die Methode, um von dort auszugehen. Man nimmt ja eine Methode, man nimmt sich etwas, was besonders langweilig ist. Ja? Also was Dämliches auf den Atem zu konzentrieren, gibt es ja kaum. Ja? Aber den anderen, den Ruhe-Meditations-Methoden, ja, dann ist oft das Objekt der Meditation auch viel interessanter. Es ist leicht, sich dorthin zu gehen, Musik zu hören oder etwas Schönes zu haben. Es ist echt eine Methode, um sich etwas zu konzentrieren, was erst nicht stabil ist, sich ständig ändert. Und man lernt sich zu konzentrieren und dann wesentlich sind diese Ablenkungen, wie man diesen Ablenkungen umgeht. Also eine sehr komplexe Methode, die man gar nicht beschreiben kann. Es dauert Jahre, sie zu üben und da hineinzugehen. Mhm.
Ich bin sehr lange mit autogenen Training beschäftigt, oder mit der Muskelrelaxation auf Jacobsen. Ja. Und da geht man ja nicht über den Atem hinein. Ja. Das ist, unterscheidet ja die Methoden eigentlich. Ja. Dass man da ist, dass man über den Atem hineingeht in die Meditation. Und darum hat mich das jetzt irgendwo, ja. Ja, es ist nicht das Ziel, sich immer nur auf den Atem zu konzentrieren. Aber man kann das lernen. Es ist ja das Wesentliche, diese Zustände zu lernen, gedankenfrei zu werden. Bewusst das Denken beenden zu können. Das ist auch eine Methode. Gut, dann finde ich das immer sehr schön. Die erste Stunde hat mir gut gefallen. Ja? Aber wir werden die Übung verschärfen, wenn ich gerade da komme. Ja? Weil ich euch bitte, das aufzuschreiben. Wir werden es dann nachher nicht kontrollieren. Aber schon wichtig, weil sonst habe ich es gemacht, dann kann ich mich gar nicht erinnern. Also aufzuschreiben, habe ich heute meditiert oder habe ich nicht meditiert und wie lange? Ein Tagebuch zu führen. Ich würde überhaupt raten, den ganzen Kurs ein Tagebuch zu führen, wenn das geht. Ja? Weil ja andere Dinge auftauchen werden und man dann, damit kann man mal arbeiten und schauen, wie das ist und was sich geändert hat. Es ist gut, dann auch in der Meditation zu rekapitulieren, wie war das vor einer Woche oder vor drei, hat sich was geändert. Es ist ein Prozess. Dann soll man sich dann wegerstellen? Weil, wie weiß ich, so 10 Minuten zu kriegen? Das ist eine tolle Zen-App. Das mit so einer Klangschale. Ja. Also meine Empfehlung ist, sich auf die innere Stimme zu verlassen. Aber man kann auch mal ganz kurz auf die Uhr blinzeln. Also meine Erfahrung ist, dass man das recht gut ins Gefühl kriegen kann. Aber so siehst du das? Ja, auch ohne. Ich mache es ja. Ich würde auch nicht mit mir. Also das mit dem Gong finde ich nicht gut. Also okay. Auch so. Es geht ja nicht darum, etwas Bestimmtes zu erreichen. In dem ganzen spirituellen Weg gibt es kein richtig und falsch. Das Ziel ist was anderes. Das Ziel ist die Leitfreiheit und nicht selber meditieren zu können. Das Ziel ist vom ichhaften Wollen zu lassen. Nicht meditieren zu können. Weil sonst kriegt der Meditationsmeister das Ego schon wieder so groß. Ja. Ziemlich paradox, das Ganze. Mhm. Das ist ein paradoxer Weg. Es ist das Kamel, das aufs Nadelöhr soll. Ja. Und es sind auch sehr viele Methoden, Anleitungen sind sehr viele paradox. Also das wird dann so ablaufen, dass wir jede Woche uns wiedersehen, hoffentlich. Am Donnerstagabend um 19 Uhr. Oder kurz vorher. Und dann werden wir immer so ein bisschen besprechen, wie die war die Woche und wo die Probleme sind. Und wir stehen zur Verfügung auch während des Kurses. Du hast gesagt, wir stellen auch uns selbst zur Verfügung. Mhm. Also im Vier-Augen-Gespräch, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr mal kommen wollt in die Praxis oder zu dir, sind wir natürlich da. Also ihr seid begleitet. Auf diesem Weg, okay. Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, dann geht es weiter mit Neurobiologie. Und dann gibt es die Themen, die wir ausgeschrieben haben. Und wir werden viermal intensiver üben am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Wo wir das Ganze dann wirklich noch intensiver praktizieren. Bitte? Aber ob 7 Uhr ist zu viel. Was haben Sie ab 7 zu viel? Am Samstag meinst du? Na, von 10 bis 14 Uhr. 10 bis 14 Uhr. 10 bis 14 Uhr. Aber wer möchte, kann gerne schon um 7 anfangen. Und da möchte ich noch was sagen. Nächsten Donnerstag ist 19 Uhr. Um 19 Uhr beginnt es und nicht um 19.01 Uhr. So. Das. Also nichts mit dir. Du wolltest. Also. Strenge Kammer. Nächste Woche, 19 Uhr. Und? Danke. Alle einverstanden? Ja. Danke euch.